Hallo, kann man mich hören? Hören? So, da sind wir auch schon wieder. Rangi, hi, schön, dass du da bist. Hey. Oha, was war denn hier im Chat los? Sag mal. Ja. Nichts. Ja, ich sehe das gerade hier mal. Ja? Ich sehe das hier gerade. So, wir sind hier in Kakariko. Und soweit ich weiß, haben wir hier unsere Rüssi. Warum ist mir da gerade hier was zu leise? Hallo? Da. Ja, die haben wir alle schön aufgewertet auf 5. Und soweit ich mich erinnern kann, haben wir auch gekocht. Ist jetzt natürlich die Frage, reicht das aus? Ja, wir haben auch viele normale Gerichte gemacht. Nein, 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 nicht essen. Bist du des Wahnsinns? So viele hier. So viele hier. Ist ja krass, aber. So, ja, wir wollen jetzt natürlich hier oben. Müssen wir jetzt weitermachen. Ich gucke mal gerade, was sagen denn so unsere Waffen? Nee, hier können wir schon mal die hier ausrüsten. Ja, ein paar haben wir. Ich habe gestern 200 Mal das eine Video mitbekommen. Ja, der echte und wahrhafte aus dem Urlaub. Carsten! Ach ja. Carsten! So, dann wollen wir da jetzt mal hier zu den Soras. Hoch zu den Zoras. Ah, ich muss noch, aber nicht mehr lange. Nur noch morgen und übermorgen. Montag, Dienstag und Mittwoch. Und dann können wir schon alle mal kreuzweise. Das hast du auch. Bekommt vom Stream nur kaum was Switch ständig laden, weil Internet kacke ist. Och, Manno. Was ist das denn für ein Kack? Aber schön, dass du trotzdem da bist. Holzneite mir bei dir zu Hause manchmal. Mit Österreich ist krass. Was ist denn jetzt mit Österreich? Habe ich irgendwas verpasst? Was ist denn jetzt in Österreich passiert? cm Schnee im August ist schon was Ulkiges. Ach krass. Aber nach oben in den Bergen, oder? Jetzt, ich sage jetzt mal so Skigebiete oder so, oder?
Was? Vielleicht du müssen sagen, die Internet, epische Stimme von Carsten vorstellen. Ich bin der echte und wahrhafte Carsten. Und du bist nur ein Internet. Leuchte auf und mache mir Internet. Und ich mache dich zu wahrhaftigsten Internet der Welt. Okay. Hier müssen wir hin. Rangi hat wieder seine 5 Minuten. Ja, ich glaube doch auch. Oh, ich habe gerade Ladeschnecke. Ich wollte nicht so frech sein und immer noch schreiben. So, jetzt gucken wir mal auf der Router. Diesmal schaffen, da hinzukommen. Ich sehe jemanden von euch am Sonntag nicht, dann gibt's böses Blut. Wir gehen ja schön außen rum, dass der Leune uns nicht sehen kann, ne? Ich meine, wir gehen schön außen rum, dass der Leune uns nicht sehen kann. Da ist zwar noch ein Elektrofall, aber das lasse ich jetzt mal Elektrofall sein. Wo gehe ich gerade eigentlich her? Du siehst mich nicht. Du hörst mich nicht. Geh einfach weiter deines Weges. Lalala. Der Leune, der sich beamt. Ja, Alter. Was mit denen an dem Tag los war, weiß ich nicht, ey. Wahrscheinlich zu viel Red Bull oder so getrunken. Sag mal, Steffi, sind 12.000 Angriffssoldaten in Good Game Empire nicht ein bisschen wenig? Also, ich hab nicht so viel. Ich war 12 Stunden nicht mehr on und sehe dann sowas. Ja, kenne ich. Das kenne ich. Nahrung in einer Stunde weg, ja. ja. Ja, das kenne ich. So, jetzt möchte ich nur noch mal gucken. Ja, wir brauchen bestimmt irgendwie so eine Lanze oder so. Probieren wir noch mal hier mit. Sind ja auch alles Fresssäcke, schlimmer als Carsten mit seiner Schoki. Da bist du, Herr Link. Ich bin schon langsam ungeduldig geworden. Ha!
Hast du die Zora-Rüstung und die Elektropfeile? Ja. Gut gemacht. So habe ich mir das vorgestellt, Lick. Dann lass uns diesen Titanen mal besänftigen. Los geht's. Achte auf den Rücken des Titanen. Siehst du die rosa leuchtenden Vorrichtungen? Die musst du mit Elektropfeilen abschießen. Dank der Zora-Rüstung kannst du Wasserfälle hinaufschwimmen. Ich bringe dich bis unter die Wasserfälle, dann schwimmst du schnell hoch und schießt. Ja, wenn das mal so einfach wäre, ey. Du wirst das schaffen, davon bin ich überzeugt. Ja, ich gerade nicht so. Aber hey. Ja, man muss die irgendwie abwehren, richtig. Nur wie? Wenn das Eis nicht wäre. Oh, der ging. Ach, scheiße, der hat uns getroffen. Es kommt auch immer drauf an, irgendwie wie die kommen, ne? Fuck. Guck mal, von hinten. Was soll ich von hinten machen? Da kann ich nichts tun. Da kann ich nichts tun, wenn die von hinten kommen. Weißt du, das ist so eine scheiß Angewohnheit von diesen Eisblöcken da. Ach, nee, 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 nee. Ja, drei ist aber auch noch voll, ne? Ach komm, wir warten noch eine Runde. Guck mal, jetzt lohnen sich die drei. Keine Ahnung, wie ich nach hinten. Was soll das? Jetzt wirf die da mal so, dass die vorne ankommen, du Blödmann. Vorne. Nicht hinten. Auch nicht von der Seite. Oh, das war gerade gut. So, einmal haben wir. Nein! Was? Ich muss dann mal los, Leute. Oh. Ja, aber schön, dass du da warst, Carsten. War echt, war schön. Habe ich mich drüber gefreut. Und ja, dann noch viel Spaß in eurem Urlaub. Genießt noch die Zeit. Grüße an Biene. Und ja, wir sehen uns dann spätestens am Sonntag dann, wohl. So, den haben wir. Den haben wir auch. Den leider nicht, weil der schon wieder zu seitlich war. Ja, das kommt echt drauf an, wo die Klötzchen, wie die kommen.
nee, 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 nee. Fuck. Der beinahe ge... Ich meine, schön. Ja, den haben wir schon mal gekriegt. Na, jetzt kommen die wieder so fies an. Warum? Junge, dreh mal die Richtung. Dreh mal die Richtung. Wie viele Feen haben wir eigentlich? 4 Stück, kommen wir, lass uns einmal drauf ankommen. Ey, kommen jetzt alle nur noch von hinten? So, zweimal haben wir das jetzt schon. Los, ein Elektrofall. Ja, machen wir. Wird gemacht. Schade, ich versuche immer irgendwie noch ein zweites Mal. Zerstöre das Eis. Aber. Oh fuck, 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 fuck. Puh. Aua! Manu! So, das haben wir. Scheiße, da war ich gerade zu, also... Nichts, also ich habe zu schnell... na? Zu schnell gedrückt. Fuck. Komm, lad dich auf. Nein, 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 nein! Ja, das muss ich noch lernen, aber... Ja, guck mal, den haben wir gut gekriegt.
Och man, ich habe doch gekriegt. Warte, ich will mal eben was essen. Weil ich muss ja jetzt nicht alle Feen auf einmal hier... Ach, diese Stacheldinger haben wir nicht mehr. Mann, jetzt beweg dich doch mal vernünftig, du blöder Sidon. Dass wir gekocht haben, ne? Brauchst du den Link von der Lösung für den Titan, Steffi? Das wäre super, Yaugi, wenn wir da so ein bisschen zusammenarbeiten. Also wenn du das offen hast und wir gleich dann in den Titanen drin sind, dass wir da so ein bisschen kooperieren. Das wäre cool. Weil wenn ich das jetzt auch noch öffne, dann habe ich den Chat wieder weg. Bist du verletzt? Noch einmal! So, komm, jetzt nur einmal. Schade, das hat nicht funktioniert. Mann, also wenn der einen kriegt, dann zählt das nicht. Och Mann, wir haben nur noch so richtig gutes Essen jetzt. Na, da müssen wir noch ein bisschen warten. Nicht aufgeben! Fall nicht runter! Jetzt, ein Elektropfeil! Fuck, falsche Seite. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Gute Arbeit, Link. Boah, das habe ich auch noch nicht gehabt. Falsche Seite. Ja, das war spitze, ey. 1 Million Essen zu mir genommen. Und irgendwelche diversen Feen habe ich wiederbelebt. War super Arbeit. Hey, Steffi, hast du richtig gut gemacht, hm? Fein. Sieh nur, Link. Ruta stößt jetzt kein Wasser mehr aus. Ruta ist aufgetaucht. Du wolltest doch in sein Inneres, oder? Ich bringe dich zu ihm. Schon mal viel Erfolg da drin. Wupp, wupp, geschafft. Ja, Mann. Voll geil. Link, gute Arbeit. Der Titan hat endlich aufgehört, Wasser zu versprühen. Aber damit fängt deine eigentliche Aufgabe erst an. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ich wünsche dir viel Glück. Wir sehen uns später im Dorf der Soras. Du schaffst das. Oh man, diese Sprachausgabe. Ja, total geil. Hätten sie immer machen können, müssen. Link, du bist wirklich spitze. Guck mal, der hat Sidon, ne? Der mag vielleicht so ein kleiner, ne? Sein, aber seine Wertschätzung, die ist geil. Das finde ich gut. Ich mag das, wenn man gewertschätzt wird.
Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Jawohl. Du lebst also wirklich noch. Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass du eines Tages hier zu mir kommen würdest. Möchtest du Ganons Macht vertreiben und Ruta befreien? Dann solltest du dir als erstes die Karte beschaffen, die sein Inneres zeigt. Die Karte hütet dieser Leitstein. Wenn du ihn erreichen kannst, gehört sie dir. So, sehr schön. Jetzt brauchen wir die normalen Pfeile, um diese Äuglein hier wegzumachen. So, verschwinde mal da. Danke. Och nö. Ciao. Gott sei Dank warst du nur kleine. So. Das haben wir. Dann haben wir hier noch irgendwo so ein... Oh, da graut es mir ja vor, ne? Irgend so ein ekelhaftes Teil hier. Na, gucke mal, einer guckt, ne? Sorry, falls ich es nicht mitbekommen habe und nochmal fragen muss. Die Lösung von Ruta brauchst du nicht, Woll. Wäre cool, wenn du die offen hast. Dann kannst du mir dann gleich sagen, wie wir das mit den Rüssel machen müssen, mit dem Wasser. Weißt du, das mit dem Wasser. Da musste man ja auf verschiedene Stufen machen. Die Karte dieses Titanen erhalten. Ich habe das wieder drei Tabs auf. Perfekt, danke dir. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Varuta regeln. Um Ruta zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Viel Glück. Alles Klärchen. So, haben wir hier irgend... Ah, guck mal, es gibt doch kein Wasserstück ohne... Ohne... Ne? Antike Feder, ist doch geil. So... Oh, Kacke, wie war das noch? Warte mal.
Ah, nee.